Boah. Oh Gott, ich bin so schwach. Das kann man wirklich schneiden wie Käse. Ich hau immer wieder ab. Boah, ja. Zitrone. Hallo ihr Lieben! Hallo! Herzlich willkommen bei Dude to Self Inspiration und herzlich willkommen zu einem neuen DIY-Video. Wir machen nämlich heute Seifen. Wir haben ganz viele Formen, insgesamt 16. Genau, Silikonformen. Mhm. Hier steht zum Beispiel 100% Handmade drauf oder so ein Glücksklee. Spiegelverkehrt, Handmade. Genau. Und hier steht, glaube ich, Soap. Seife. Das ist auch so ein ganz klassisches Seifenstück irgendwie. Ne? Kann man auch mal total schön verstecken. Und wir probieren einfach heute ein bisschen rum. Genau, wir testen heute diese Seifenform. Dann haben wir 12. Wir haben 12 Farben für Seifen. Ja. Die sind total niedlich. Das sind so kleine Ampullen. Süß. Super schöne Farben. Und zum Beispiel ist auch sowas wie Schwarz mit dabei. Das finde ich für eine Seife eher ungewöhnlich, find ich, oder? Ich auch. Und wir haben. Boah. Oh Gott, ich bin so schwach. Mhm. Wir werden nie wieder dreckige Hände haben. Richtig. Wir haben 2 Kilo Seife mit Shea Butter. 1 Kilo. Gießseife, Rohseife, Melt and Pour. Also schmelzen und gießen. Das hier ist einfach Aloe. Oh, nicht einfach, sondern Aloe Vera. Mhm. In durchsichtig. Man kann die auch mischen. Ja. So schöne Effekte reinzaubern. Das werden wir alles auf jeden Fall machen. Wir werden ganz viel testen heute. Soweit ich weiß, kann man die einfach in der Mikrowelle einschmelzen. Das ist super einfach. Das probieren wir einfach mal. Richtig. Wenn es nicht funktioniert, werden wir einen Topf nehmen. Mhm. Genau, hier haben wir noch ein paar Schüsselchen zum Einfärben, also dass wir auch verschiedene Farben mischen können und so. So. Ach ja, und das hat Eva, glaube ich, gesagt. Oh ja, das habe ich ganz gut. Wir haben noch 2 verschiedene Duftrichtungen da. Einmal Zitrone und einmal Rose. Riecht auf jeden Fall gut. Wir schneiden uns einfach hier von ein Stückchen ab, ne? So eine Ecke. Ja, schneid mal ab. Lässt sich auf jeden Fall sehr gut schneiden. Sehr schön. Aber ich glaube, wir brauchen mehr, weil wenn wir... Wir benutzen das Käsemesser übrigens. Aber ja. Ich finde, das ist das Gute bei Seife, im Gegensatz zu Kerzen, die man ja tatsächlich ähnlich macht, schmelzen und gießen. Seife geht einfach so gut ab. Ja, genau. Und man einfach sauber waschen. Ich schneide gerade so ein paar kleinere Stücke, weil sonst geht dann schneller mit dem Einschmelzen, ne? Ja. Ich habe es gerade mal so ein bisschen angefasst. Ich reibe auch mal so dran. Super neutral. Ich glaube, das reicht erstmal. Das reicht. Wollen wir das in unserem Schüsselchen erhitzen? Rein damit! Wollen wir direkt auch noch weiße auch mit einschmelzen? Ja, lass uns genau. Damit wir direkt auch bloß direkt den Vergleich. Gucken, ob sich das gleich schneiden lässt. Das ist ein bisschen härter. Lässt sich auch ganz gut schneiden. Vielleicht sollte man da lieber ein Sägemesser nehmen. Ich finde, das ist so schön mit Seifen. Also da kann man so viel machen und entweder halt die Formen so Form nehmen oder man kann ja auch irgendwelche alten Verpackungen oder so nehmen als Form. Da könnt ihr auch einfach Joghurtbecher zum Beispiel benutzen. Das geht auch super gut. Frischkäsepäckchen. Das ist ja auch dann wieder so ein Seifenformat. Das ist so eine richtige Seifenform. Und man kann natürlich auch dann das hinterher noch in die richtige Form schnitzen. Ne? So, ich glaube, das reicht erstmal. Ab in die Mikrowelle. Also weiß und durchsichtig. Bis gleich. Da sind wir wieder. Mit geschmolzener Seife ist wirklich ganz flüssig geworden, wie eine Flüssigkeit. Ja, ne? Hier sieht es auch einfach ganz genauso aus wie Wasser. Ist super cool. Wollen wir das direkt ein bisschen aufteilen und dann verschiedene Farben benutzen? Gerne. Ich bin auch am Überlegen, ob es sinnvoller ist, das Ganze in dem Pöttchen zu färben und da die Farbe zuzumachen. Man kann das machen, dann gibt das so einen Effekt. Ne? Ja. Wir können alles Mögliche ausprobieren. Wir machen alles Mögliche heute. Ich gebe erstmal überall ein bisschen davon rein, damit ich mir verschiedene Farben mischen kann. Ah, ich warte mal ab. Ich nehme schon mal so ein Handmade. Ich hoffe, ich kippe es einfach nicht auf den Tisch. Okay. Ist schon mal drin. Tisch hat es auch erwischt. Aber wir haben es ja eben schon gesagt, das kann man ja leicht wieder wegmachen. Ich nehme mir direkt erstmal Pink. Ah, wieso sind die denn zu? Wir haben hier Zahnstocher zum Umrühren. Ja. Ich habe sie nicht gut aufgemacht, aber sie sind offen. Oh, und ich habe noch eine Farbe entdeckt, die ich benutzen möchte. Ich habe jetzt gerade hier einmal, das war wohl, ist wohl Pink, ja. Aber kann ich, glaube ich, noch mehr Farbe von benutzen. Obwohl, das ist doch ein bisschen lila auch. Mhm. Also, ich habe in ein anderes Förmchen reingekippt. Sie hat sich schon ganz gut vermischt, das lasse ich, glaube ich. Und man sieht auch, dass es direkt auch schon ein bisschen hart wird, die Seife. Also man muss sich beeilen, glaube ich. Oh, hier auf dem Tisch, ich habe ja hier was rübergekippt. Kann man alles direkt wieder einschmelzen. Einfach direkt abziehen. Das ist jetzt noch nicht so ganz reingerührt, so wie es sollte. Aber ich glaube, ich muss das nochmal. Hier, guck mal, direkt ab. Ab nochmal in die Mikrowelle. Ab nochmal in die Mikrowelle. Ab nochmal in die Mikrowelle zurück. Das Gute, dass man es direkt nochmal in die Mikrowelle packen kann, ne? Ja. Und ich versuche mal schwarze, durchsichtige Seife. Spooky. Oh, guck mal hier, das sieht schön aus. Spooky. Oh, das ist richtig unheimlich. Das ist Halloween-Seife. Das ist richtig Halloween. Solange die hier noch flüssig ist, schütte ich das mal hier in sowas rein und mache das dann auch wie du, dass ich dann danach die Farbe dazu gebe. Oh, ich habe jetzt erstmal direkt meinen Zahnstocher hier reingeworfen. Aber das Gute ist, es ist ja alles Seife und es geht alles hervorragend wieder sauber. Jetzt mache ich hier noch ein bisschen... Oh,
Also es ist einfach richtig dunkel. Ich bin sehr gespannt, wie die Seifen nachher aussehen. Ich werde jetzt erstmal das nochmal wieder in die Mikrowelle tun. Ich bin dann mal weg. Ja, meins ist hier auch schon, also wo ich die Farbe reingemacht habe, ist es komplett fest geworden. Kann ich sogar schon drauf drücken. Krass, wie schnell das geht. Aber mein anderes, was noch durchsichtig ist, was aussieht wie Wasser, ist noch flüssig und ich mache weitere Seifen. Ich habe hier ja eben schon in das, wobei ich färbe das jetzt einfach einmal komplett. Mal gucken, ob ich das hinkriege. Es ist so, so schön, diese Farbe. Ich kippe das jetzt einfach mal hier in das Seifenförmchen rein. Und die ist auf jeden Fall richtig gut durchgefärbt. Dann habe ich schon mal drei Seifen fertig. Da bin ich wieder. Und durch das zweite Erhitzen hat sich das jetzt auch richtig gut vermischt. Das sieht richtig traumhaft aus. Das sind auch richtige schöne Pastellfarben. Jetzt versuche ich mal mein Glück. Da bildet sich immer so eine Haut, wie bei der Milch oder so. Ja. Wenn man Milch erhitzt. Mhm. Kann man wirklich schneiden wie Käse. Ja, die sind schon wieder leer. Aber ich habe ja noch mehr. Das muss ich einfach auch nochmal wieder einschmelzen. Ich habe jetzt blau und ich habe jetzt tatsächlich auch das Schwarz wieder geschmolzen. Das ist auch schön geworden. Das Blau ist richtig hübsch. Bei dem Schwarz muss ich tatsächlich sagen, sieht sehr gräulich aus gerade. Ich kieße das Schwarz einfach mal rein. Als untere Schicht tatsächlich. Gucken, ob ich ja noch eine andere drüber mache. Boah, ihr seht, wie schnell das fest wird. Sieht hier sogar direkt schon drin Fäden. Ich lasse das Schwarz einfach mal. Ich lasse das mal stehen. Es gibt ja auch schwarze Seife, so Kohlseife oder so. Und hier kommt jetzt erstmal der Rest von dem Blau noch hier so mit rein. Es wird oben draußen eine ganz dünne Schicht. Da ist wirklich jetzt ganz wenig drin. Oh, ich kippe das mal so ein bisschen. Und lass das mal so in diesem Winkel fest werden. Mhm. Kathi, ich habe mir gerade überlegt, ich lasse das hier so im Winkel fest werden. Mal gucken, wie lange ich das halten muss. Das ist die Idee, ne? Super. Und dann habe ich. Super. Dankeschön. Sehr gut. Ich habe jetzt hier gerade einfach nur weiß und ich wollte jetzt hier noch eine zweite Schicht drauf gießen. Einfach noch so eine Deckschicht. Und hier auch. Ich lasse es noch so ein bisschen kühlen. Ich glaube, hier mache ich auch nochmal ein bisschen drauf. Ich puste mal drauf. Ich habe jetzt schon vier Seifen. Ich habe auch schon wieder keine Seife mehr. Ich muss eigentlich mir schon wieder was nachmachen. Also wenn man sich so ein Stück abschneidet, das soll ja auch ein ganzes Stück Seife werden. Man braucht schon viel, ne? Ja. Also wir hatten anderthalb... Wir haben noch gar keinen Duft benutzt. Ich habe mir gerade den Duft geholt. Ja. Ich glaube, der ist auch sehr intensiv. Das gerade Grün mal haben wir noch gar nicht benutzt. Das durchsichtige gemacht. Oh ja, Grün könnte super schön mit den Kleeblättern aussehen. Wir haben ja hier Glücksseife. Ich mache das mal hier rein und dann gebe ich nochmal wieder neue Seife dazu. Und dann wieder nochmal ab in die Mikrowelle. Also man kann als Tipp geben, macht es nicht weit entfernt von der Mikrowelle. Und die Farben, also wenn man die direkt mit in die Mikrowelle macht, hatte ich jetzt so, ich haue immer wieder ab, weil ich hier noch Seife schneiden will. Also ich hatte das Gefühl, dass sich das dann noch besser vermischt, als wenn man das nachträglich reintropft. So, einmal zum Trocknen. Wir müssen das ja alles noch trocknen und aushärten lassen. Wir werden das einfach über Nacht stehen lassen, bevor wir es dann tatsächlich aus dem Silikon formen. Obwohl es schon sehr, sehr schnell aushärtet. Ja. Ne? Aber also ich denke mal, so nach ein, zwei Stunden wäre es auf jeden Fall schon fest, aber wir warten einfach. Wir warten einfach mal. Ich knibbel hier direkt schon wieder was ab vom Tisch. Es lässt sich einfach wieder Ich bin nochmal bei der Mikrowelle. Ja, und ich bin einfach noch begeistert von der geschmolzenen Seife. Ich mache es jetzt einfach mal andersrum und ich mache die durchsichtige Seife direkt rein. Ich wollte eigentlich zwei Schichten gießen, ich zeige es euch mal. Aber es ist jetzt einfach direkt leider komplett voll geworden. Die wird gerade schon so halb fest. Also da ist direkt auch so eine Schicht mitgezogen. Und ich tropfe hier jetzt einfach mal wieder was rein. Schwimmt oben drauf. Daher einfach so ein Hölzchen nehmen. Und ich ziehe das da jetzt noch so ein bisschen rein. So, ich bin zurück von der Mikrowelle. Ich habe mir überlegt, hier mache ich mir noch ein bisschen Zitronenduft rein. Dann kommt das in die Kleeblätter rein. Sieht richtig cool aus. Ist ein sehr schönes Grün geworden, finde ich. Also so ein ich habe ja immer die weiße Seife benutzt. Ich finde die durchsichtige auch... Lass dich direkt mal riechen. Ich finde die durchsichtige auch super schön, aber ich habe irgendwie jetzt gerade mich immer hier auf die weiße Seife beschränkt. Ich bin sehr gespannt, inwieweit man nachher die Schrift, hier kann man jetzt Soap auch von außen schon lesen, man das nachher tatsächlich lesen kann. Brauchst du noch ein bisschen? Ich nehme noch ein bisschen. Gieß einfach mal hier rein und dann mache ich da noch eine weitere Schicht drauf. Ja. Und es gehen auch langsam. Man kann ja natürlich raus. Auch gut Sachen in Seifen eingießen. Also man könnte jetzt noch irgendwie eine kleine Figur Was ich hier habe. Ich überlege gerade so eine Strandoptik. Vielleicht machen wir das unten durchsichtig und gießen das da rein. Hm. Und dann kommt eine Schicht weiß drauf oder so. Oh, gute Idee. Kathi, kriegst du das auch? So, ja. Ich habe total die Schmierhände. Ja, ich auch, aber. Das muss man dabei sagen, man holt sich richtige Schmierhände. Ich habe mal drei rausgeholt. Drei kleine Sternchen. Ich schmelze nochmal durchsichtig ein. Vielleicht weiß-leicht gelblich einfärben. Oh ja. Ich schmelze meinen schon mal ein. Es macht wirklich Spaß, vor allem so ein bisschen rumzumatschen. Und am Ende kommen schöne Seifen raus und man kann sich direkt die Hände auch wieder waschen. So, ich gebe jetzt als erstes hier die Sternchen rein. Dann kommt die durchsichtige Seife drauf. Oh, wie schön.
Ist richtig hübsch, ne? Ja. Ha, wobei, ich denke gerade, ich nehme das nochmal raus und ich drücke das gleich erst da drauf. Weil das macht ja keinen Sinn, dass die komplett am Boden kleben. Kathi, ich lasse es gerade mal so einen ganz kurzen Moment schon aushärten. Okay. Dann kann ich die nämlich da reindrücken. Ja, genau. Und nicht, dass sie dann oben wieder so rausstehen. Richtig. Und dann stören die beim Oder Und sie sind halt sofort auch ab. Das ist doch ganz schön gelb geworden jetzt hier. Ah, nee, noch nicht. Ach, guck mal, es schwimmt oben drauf. Ich kann ja in der Zeit auch irgendwo gelb ein bisschen dazu machen. Vielleicht hier nochmal. Hallo, guten Morgen, da sind wir wieder. Ja. Wir haben unsere Seifen jetzt schön auskühlen lassen und jetzt werden wir uns die mal anschauen, ne? Ja. Oh, ich habe hier gerade schon eine richtig schöne entdeckt. Mhm. Ich leg sie mal hier hin. Das ist genau dieses, was wir geplant haben. Ich glaube, das hast du aber nochmal gemacht, weil genau, das mit der ersten nicht funktioniert hat. Ja, das müssen wir mal raussuchen. Erste. Das ist das mit den Seesternen. Aber die ist auch richtig schön geworden. Auch richtig cool. Manchmal denkt man, oh, ist vielleicht nicht so gut geworden. Hm. Ich habe hier, glaube ich, die erste, die ich tatsächlich gemacht habe, wo ich die Farbe einfach reingetropft habe. Mega cool. Färbt die denn jetzt wohl hier ab? Nö, geht, ne? Ja. Es ist ja wasserlösliche Farbe. Es ist ja extra Farbe für Seife. Ah. Das ist auch nochmal in dem Look, schön. Ne? Ich glaube, die ist sogar am besten gelungen von den dreien, ne? So ein ganz bisschen Wasser drin und dann ein schöner Strandboden. Sieht so richtig aus wie durchsichtiges Meer. Ich weiß gerade gar nicht mehr genau, welche meine sind, aber... sind auch so viele. Oh, das ist aber schön geworden. Das ist richtig hübsch. Hier ist auch nochmal das Handmade. Ja. Das ist tatsächlich eine von meinen, wo ich die Farbe so gehalten habe. Ja, stimmt, wo das so schräg gehalten hast. Richtig, da ist jetzt wirklich dieser Verlauf drin. Sehr, sehr schön. Aber die gefällt mir bisher am besten. Die ist hinten so, da war unten erst blau oder ja, so bläulich und dann habe ich oben gelb drauf gegossen und das ist dann so reingekommen. Das ist wie so ein Unboxing gerade hier. Ja. Oh. Wie schön, ne? Ja. Die ist sehr klassisch. Also ist wirklich nur blau und weiß. Mhm, sieht auch so wertig irgendwie aus. Ja, ne? So richtig klassisch, wie so eine gekaufte Seife. Aber es ist einfach, dieses Handmade kommt da so gut raus. Ja. Auch interessant, die ne? Die ist sehr fancy, finde ich. Okay, ich habe hier nochmal eine durchsichtige. Okay. Die ist so ein bisschen kaputt hier. Ja, die ist so ein bisschen kaputt. So eine abgebrochene Ecke irgendwie. Ja, vielleicht war da ein Lufteinschluss oder so. Aber das Soap kommt gut raus. Guck mal, hast du die gemacht, Eva? Ich glaube nicht. Dann habe ich die vielleicht sogar gemacht. Ja. Auch interessant. Blau, rosa. Stimmt, das war ich sogar. Und hinten noch weiß hinter. Sehr cool. Boah, wir haben so schöne Seifen. Ich finde auch jetzt, wenn man das so sieht, man könnte so mehrere davon so schön verpacken als ein Geschenk. Ja. Das wäre auch noch gut für Muttertag gewesen. Aber tja, Muttertag ist schon rum. Ja, das ist sogar mit Zitrone hier, ne? Boah, ja. Also da kommt der Duft schon mega gut raus. Ich finde, hier auf weiß kommt die Schrift nicht so gut. Ist okay. Okay, ja, mal, doch, ne? Von weiter weg, wenn es so ein bisschen Schatten Oh, hier wird. Kommt die Schrift sehr gut raus. Wow. Die geht so ein bisschen in diese Richtung hier. Ich glaube, die beiden habe ich zusammen gemacht. Die sind aus einer Kollektion. Genau, aus einer Kollektion. So ein bisschen rosé. Okay, was haben wir noch? Wir haben hier noch die schwarze. Da kommt die Schrift auch sehr cool raus. Finde ich auch schön, echt, die schwarze. Also hätte ich nicht gedacht, dass die so eine schwarze Seife, denkt man immer so, oh, dann werden die Hände irgendwie vielleicht schwarz. Machen wir vielleicht gleich nochmal einen Selbsttest. Aber ich finde, das hat eine richtig coole Ästhetik, wenn man die in so einem richtig schönen weißen oder so ein Badezimmer mit anderen farblichen Highlights und dann so eine schwarze Seife, die auch wirklich gut funktioniert. Ich habe hier noch gerade die hier entdeckt. Die ist hinten transparent und vorne ja hier so deckend. Und dadurch wirkt auch die Schrift sehr gut, finde ich. Und hinten trotzdem noch so ein bisschen, da hätte man auch schön noch sowas mit reinmachen können, wie hier mit den Seesternen, ne? Ich habe hier irgendwie so eine, ach, das war so eine Restseife. Das ist einfach so ein dünneres Modell. Ja. Und dann guck mal, das ist nochmal eine von den mit Schwarz. Ehrlich gesagt, gefällt mir die hier nicht so ganz gut, weil die sieht schon so aus, als ob die abfärben würde. Ja, ja, welches ist denn deine Lieblingsseife? Ich mag diese hier sehr gerne, muss ich sagen. Die ist echt schön, super schön mit diesem Mintton und diesem durchsichtigen. Ja. Und ich finde diese hier auch, wo das so leicht durch... Also die Farbe ist ja gar nicht in den Bereich der Schrift rein. Ja. Die Schrift ist komplett durchsichtig und dann ist vorne noch die Farbe. Das ist auch sehr cool. Also meine Favoriten sind einmal hier diese mit diesem Meer und mit den Seesternen. Also die hat am besten funktioniert hier. Die anderen sind so ein bisschen milchig geworden und hier ist richtig das so ein klares Wasser. Ja. Also das erinnert einen direkt an Urlaub, finde ich. Wenn das so in so einem Badezimmer ist, die hier mag ich echt gerne. Hier dieses Kleeblatt in der Mitte hat halt eine andere Farbe als außenrum. Das war gar nicht mal extra, aber hat super gut funktioniert. Richtig gut. Also super. Aber ich finde alle so zusammen, das sieht halt auch schön aus. Wenn man jetzt so einen kleinen Teller irgendwie hinstellt im Badezimmer und da sind so drei verschiedene Seifen drauf oder so. Oder man hat die so als Gastgeschenke und jeder darf sich eine aussuchen. Ah, oh, schön. Viele schöne Ideen. Hat auf jeden Fall richtig viel Spaß gemacht. Ne? Ja. Sollen wir jetzt mal noch ein kleines Wasserschüsselchen holen und die mal testen? Wir machen mal ein Selbstexperiment. Ich mach mal ein bisschen Wasser rein. Ich pack mal die Seifen vor ein bisschen weg. Die sind übrigens, ich würde sagen, sofort wieder einsatzbereit. Kann man natürlich ein bisschen ausspülen. Hier ist zum Beispiel ein bisschen Farbe dran geblieben, aber sonst sind die hier die sehr, Schüssel sehr glitzern cool. ein bisschen. Ja. So, welche wir wollten auf jeden Fall die schwarze Seife mir die mal testen, genau. Oder wollen wir mal die hier testen? Nimm mir die ruhig mal. Ja. Die ist ja auch schwarz. Oh, ich habe heißes Wasser genommen. Oh.
Okay, mal gucken. Sehr intensiv. Also es färbt auf jeden Fall im ersten Moment schon mal ab. Ja, einigermaßen sauber sind sie wieder. Also sind keine blauen Farbrückstände dran. Das hatte ich gerade so ein bisschen befürchtet, dass man dann nach dem Händewaschen irgendwie verfärbte Finger hat. Aber das hat ganz gut funktioniert. Gebt ihr nochmal die richtig schwarze. Ja. Ich bin großes Experiment. Also schäumt schön. Ja. Riecht nochmal frei, weil da haben wir, glaube ich, keine. Da haben wir, glaube ich, nichts reingemacht. Du kannst ja auch nochmal eine, ich glaube, diese hier, die war mit Duft. So, und die schwarze hat jetzt gar nicht abgefärbt. Ja. Das hat gut funktioniert. Ich glaube, ich schnapp mir die auch mal, weil dieser hier ist tatsächlich die Farbe so richtig bis zum Grund runtergelaufen. Ja, genau. Wie cool das aussieht mit dem Schaum drauf. Ja, finde ich auch. Witzig. Manchmal sehen ja Seifen, wenn die dann so, also wenn die neu sind, sehen sie so richtig cool aus und wenn die benutzt sind, dann nicht mehr so. Aber hier ist es nicht so, sondern die sieht so oder so cool aus. Zitrone. Riecht auf jeden Fall nach Zitrone jetzt. Und die schäumen wirklich gut, ne? Schäumt richtig schön. Hände wieder waschen. Hände endlich mal wieder sauber. Ja, auf jeden Fall sehr, sehr cooles DIY. Wir haben jetzt nasse Hände, müssen uns erstmal ein bisschen trocken machen. Und schreibt uns gerne in die Kommentare, was war euer Seifenhighlight? Welche fandet ihr am schönsten? Genau, oder was hättet ihr noch ausprobiert? Wir hatten ja dann irgendwann noch spontan die Idee, die Seesterne mit reinzumachen. Aber vielleicht hattet ihr auch noch eine richtig gute Idee. Zum Beispiel Buchstaben oder so könnte man noch schön mit reinmachen. Könnte man auch schnitzen und dann so eingießen. Ja. So einen weißen Buchstaben, dann vielleicht in so rosa oder so. Sowas zum Beispiel. Vielleicht fallen euch noch weitere Ideen ein. Gerne alles unten in die Kommentare schreiben. Und wenn euch unser Experiment hier gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben da lassen. Abonnieren, kleine Glocke aktivieren und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss! Tschüss.